So, ich habe eigentlich gerade erst meinen Controller weggelegt. Also so lange ist es jetzt noch nicht her. Noch nicht mal eine Stunde. Aber ich habe wieder genau dasselbe wie bei Silversurfer. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber dennoch mache ich kurz den Sound etwas leiser. So, jetzt. Stirb. Bam. Ach, scheiße. Nein, jetzt. Du Homo sapiens. Nein, ach Mann. Bam, bam. Oh fuck, bam, bam. Bam, tot. Jawohl. Ah. Mir fällt gerade auf, ich hatte sowieso nur noch ein Leben und so will ich eigentlich nicht. Okay. Ja, Game Over ist in Ordnung. Junge. Junge. So langsam kann ich nur noch drüber lachen. Oh Mann, ich bin ja so gut. So, jetzt können wir wieder weitermachen. Bam und... Ja. Moment, nur um ein bisschen Zeit zu sparen, wirklich. Nur um ein bisschen Zeit zu sparen, mache ich hier einen Safe State, der mir überhaupt eigentlich rein gar nichts bringt. Wenn man es genau nimmt. Nur, dass ich mich halt nicht immer so und so oft töten muss, wenn ich mal im ersten Screen sterbe. Ja, in der ersten Hälfte hier halt sterbe. Und runter. Und dann gleich mal hier so. Bam, bam, bam. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich die Sprünge in diesem Spiel geil finde? Ich glaube, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Okay, machen wir so. Bam. Ist ja eh viel stylischer. Bam. Bam, und jetzt wird's wieder ernst. Der Ernst des Lebens ist der Tod. Nein, so nicht. Ja, ich muss schon entweder drüber oder nicht drüber. Das ist hier die Frage. Bam. Tod. Du bist nur ein Kack. Ein kackfurzender Kackfurz. Bam. Wie ich diesen Move liebe. Und yeah. Jetzt aber, bitte. Höchste Konzentration. Jetzt wieder. Verpiss dich, Junge. Scheiße, ich hab vergessen, dass ich ihn da ja angreifen muss. Gott, ich hab vergessen, dass ich ihn angreifen muss. Ich bin ja so ein Noob. Okay. Ja, super. Ich krieg's nicht gebacken. Nur ein Streich. Fuck.
Ich lade wieder mein sinnloses Save State, der irgendwie doch einen Sinn hat. Aber nur einen tieferen Sinn. Ja, leckt mich doch alle am Arsch. Bam. Bam, bam, bam. 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 Junge, bam, sag ich da nur. Bam. Bam, bam, bam. Motherfucker. Du bist nur ein feuchter Kack, furzender Kackfurz. Bam. Bam. Oh Mann, fuck. Das hätte jetzt vielleicht nicht unbedingt passieren dürfen. Denn Dao. Oh ja. Oh ja. Dieses Spiel macht Spaß. Bam. Oh ja, oh ja. Okay. Wieder mein Zeitspar-Safe-State geladen. So, rüber und runter. So. Bam. Und somit mein komplettes Leben wieder aufgeheilt. Womit ich wieder bereit bin für das hier oben. So. Und wenn ich dann wieder beim Boss bin, sollte ich mir eins merken. Schau auf deine Arbeit und nicht auf die Livebar. Ich war einfach immer viel zu unkonzentriert bei diesem verkackten Boss. Und ich sollte vielleicht früher springen. So. Du bist nur ein kackfurzender Kackfurz. Und du jetzt auch. Warum kriege ich jetzt den coolen Sprung nicht mehr hin? Naja, ich hätte das mit dem halben Leben sowieso nicht mehr geschafft, glaube ich. Ja. Bam. Was zum?
Warum krieg ich den Kreiselsprung nicht mehr hin? Den Kreisel. Warum zum Teufel funktioniert der nicht? So. In diesem Spiel kann man sich nicht schnell genug drehen. Oh Mann. Ja, und diese Save States sind halt auch eigentlich sind nur dazu da, damit ich laden kann, weil ich sonst sonst würde ich ja immer schnell Game Over gehen und das dauert viel zu lange. Wirklich. Also der Save State, der geht in Ordnung, würde ich mal sagen. Weil der eigentlich nur Zeit spart und mir keinen wirklichen Vorteil bringt. Und bam. Wir sind wieder hier oben. Bam. Du bist nur ein Kackfurz in der Kackfurz. Ja, ja, ja. Ach, leck mich doch am Arsch, Waffe. Du grüner schwertwerfender Schwertwerfer. Durchwerfender Durchwerfer. Ach. Eigentlich ist es doch scheißegal. Piss dich jetzt mal! Alter, warum muss der mich unbedingt runterschmeißen? Tot. Mein Gott. Schon wieder tot. Schon wieder tot. Schon wieder tot. Schon wieder tot. Jetzt, Mann, das wird langsam langweilig. Jetzt aber. Alter Junge. Ich hab doch drauf gehauen, du scheiß Spast. Schon wieder, ich hab dir deinen Kopf weggesäbelt, du Behinderter. Findest du mit einem Gewehr gegen jemanden, gegen ein Schwert nicht irgendwie unfair, du Sack, du Dummer? Alter.
Alter. Alter. Alter. Warum geht die Scheiße denn nicht mehr? Alter. Okay. Der ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Und ich gehe natürlich noch weiter hin, weil ich komplett dumm bin und durchgeknallt. Ich bin einfach nur ein dummer Idiot. Na, fuck you all. Geschafft. What is this bizarre statue anyway? And who was that woman? As I grew more and more suspicious, I went off to look at that supposed acquaintance. Objects of my father's Mr. Smith. Akt 3. So, ja, diese Who is it? You must be Walter Smith. The name's Ryu. Ryu Hayabusa. Who? That sword. Of course, you must be Ken Hayabusa's son. In his last letter, my father told me I should see you. Last letter, I see. So it is already begun. Ken and I were on an expedition to some old Amazon ruins. We found a strange statue and stone tablet. On the tablet I said, wait a minute, you mean to tell that statue? Yes, precisely. I thought it had been stolen. That demon statue possesses enough evil power to destroy an entire nation. The demon came to this earth and caused many deaths. But then Shinobi appeared to stop the demon. Shinobi borrowed the strength of the dragon. And countered each of the demon's spells and force was able to overcome it. Yet, So Shinobi confined the evil power of the demon in two statues of light and dark, and the body of the demon was confined in a temple. This one must be the shadow statue, therefore. And now I've got it, my friend. Fuck, what the? After him, Ryu. Okay, dann jetzt ihm nach. Geschwind, und ich habe endlich diese verkackte Stage von vorher geschafft. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht einfacher. Würde ich jetzt mal so sagen. Ah nein, die Fuckers. Die bekanntesten Gegner in diesem verruchten Spiel. Die Fuckers. Okay, ich werde jetzt erstmal sterben und mach dann wieder so ein Safe State wie vorher. Ein Safe State, der mir eigentlich nur Zeit bringt, weil ich mit 2 Leben vorkommen will und nicht mit weniger. Mehr ist natürlich gut, aber weniger nicht. Ich meine, wenn ich den Safe State nicht machen würde, dann wäre das Ergebnis eigentlich gleich. Kann man diese
verruchten Viecher nicht töten. Nein, ich glaube nicht. Ja, ich will mit 2 Leben vor. Ich hätte mich jetzt in die Schluchten gestürzt und wäre gestorben, aber das hätte natürlich wieder viel Zeit gekostet. Alter, kann man diese Falcons wirklich nicht töten? Wirklich nicht. Ah ja, was ich noch sagen wollte, zu den Cutscenes. Die gehen so schnell weg. Das kann natürlich sein, dass ich mich da verlese. Sogar sehr wahrscheinlich, weil die halt einfach so schnell weggehen. Und deswegen kann ich die auch sicher nicht übersetzen. Das schaffe ich von der Zeit her gar nicht. Also, tut mir leid. Jetzt. What the fuck? Nein. Alter. Oh, das nenne ich ja mal cool. Das stoppt einem also quasi einfach das ganze Spiel mal. Konkret. Es stellt sich halt eigentlich bloß die Frage, was haben die ganzen Tiere gegen Ryu? Ich meine, hat Ryu denen irgendwas getan? Immer noch derselbe, also... Und das hier will ich, das hier nicht. Und Stupid Falcon. Also das immer schön holen. So wie es aussieht. Und das will ich natürlich. Tot. Ja. Und ich muss mir auch erstmal hier einen Weg suchen, wie ich den ganzen Dreck hier machen kann. So, jetzt habe ich schon mal die Kugel nicht mehr im Nacken. Dabei wieder was zum Leben aufladen gewesen, so weit bin ich leider nicht gekommen. Ach, naja, jetzt habe ich zu früh geladen, egal. Irgendwie hatte ich das Gefühl, der war so richtig knapp. Und du bist nicht tot, aber jetzt tot. Ja, da hab ich was. Da hab ich zwar was zum Auffallen, aber das Problem ist, dass mir da der Falcon im Nacken ist. Der Falke. Und deswegen scheiß ich da mal genüsslich drauf. So.
Oh my fucking God. Dich will ich töten, so. So. Oh Mann. Also der Hintergrund ist doch schön, oder? Also jetzt mal im Ernst, ich finde den Hintergrund schön. Was ist denn? Morgen, Salzbrett, Brot holen. Ja, hol doch dein Zeit.